Jacke. Okay, ein Blazer oder ein Trenchcoat oder so. Fertig gemacht. Irgendwie mag ich meine Haare heute überhaupt nicht. Irgendwie liegen die nicht so schön. Aber ja, das ist mein Kleid. Wir machen jetzt gleich ein Video für den Kunden. Ich habe noch meinen Mantel dabei und ich habe 3 weitere Kleider hier, die wir shooten müssen. Und Schuhe, Taschen etc. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was muss ich denn sagen? Ich bin in Form. Ich bin bereit. Ich bin brutal in Form. Nein, so. Ich bin bereit. Ich bin in Form. Ich bin bereit. Das ganze Norm. Mann, Alp. Kennst du es nicht? SpongeBob. Wenn da schon Dragon Ball. Dragon Ball oder SpongeBob? Schreibt mal unten in die Kommentare. Was für ein Vergleich. Bitte. 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 Psycho-Serie mit Kunst. Ich bin auf jeden Fall kein Anime-Fan. Man muss damit aufwachsen, man so, muss jetzt das. Jetzt hast du gleich mal 1000 Abonnenten verloren. Wer schaut noch Anime? Niemand. Oh, hör auf, 2000 Abonnenten weg. Das ist mein heutiges Make-up. Ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Es ist einfach so ein schlichter Look. Und auf den Lippen trage ich wie immer meinen Lieblingslipliner von Charlotte Tilbury in der Farbe Iconic Nude. Darauf habe ich einen Lippenstift von Clinique. Ich schreibe es unten nochmal in die Infobox und darüber habe ich den Lip Maximizer von Dior gegeben. Ich muss sagen, ich fühle mich echt, echt exhausted. Wir haben jetzt die Kamera nicht mitgenommen, weil es einfach zu stressig war. Wir haben 4 Outfits geshootet und dann habe ich mich nochmal umgezogen. Das hier habe ich jetzt an. Und da haben wir noch ein Foto gemacht. Und jetzt gehen wir kurz nach Hause, laden die Sachen ab und danach gehen wir essen. Kein Fahrradweg hier, verdammte Scheiße. Hago, zack nochmal, ey. Verdammte Hure Schießdreck. In der Mikroschule gibt es Kurse, wo man Schweizerdeutsch lernt, Schweizerdeutsch. Als ich gearbeitet habe bei PwC, was mir aufgefallen ist in der Arbeitswelt, diejenigen, die hier seit, sagen wir mal, 10 Jahren wohnen, zum Beispiel aus Deutschland gekommen sind, und die leben ja schon länger mit diesem Schweizerdeutsch und man merkt auch, die übernehmen da so ein paar die übernehmen da so ein paar Wörter und dann entsteht daraus so was ganz Komisches. Bei uns voll Schwäbisch, Schweizerdeutsch, ja, Türkisch, so, ja, genau. Alles gemischt. Damals, als Alps Neffe hier gewohnt hat und hier in den Kindergarten gegangen ist, das war, glaube ich, Kinderkrippe, hat er eben angefangen zu sprechen und dann Schweizerdeutsch zu sprechen. Das war so witzig. Er hat zum Beispiel in der Schule oder in der Krippe hat er Schweizerdeutsch gelernt und zu Hause Hochdeutsch und er hat es auch wirklich unterschieden. Er hat mit seinen Betreuerinnen in der Krippe hat er Schweizerdeutsch geredet und zu Hause mit uns immer Hochdeutsch. Manchmal kam es aber raus. Hat er gesagt, Papa, Ufogo, Apogo, hat er gesagt, gell? Ja. Und ich verstehe bis heute nicht, was Ufogo und Apogo ist. Was ist Ufe? Ist das hoch. Und Upper ist runter. Ja. Okay. Oder? Verwechsel die immer. Doch, Upper. Upper, Up. Ja. Aber Up ist auf Englisch Up. Anders, genau. Jetzt habt ihr hier so einen Crashkurs im Schweizerdeutsch gehabt mit den Pochajolos. Mit 2 Wörter. Diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen. Einkaufen gehen heißt I gange poste. Nee, nicht so. Ich kann's nicht. Dilek macht so I gange poste. Und Treppen heißt es Stecker. Fahrrad heißt Velo. Velo. Ah, was heißt nochmal Motorrad? Töff. Was heißt Roller? Scheiße, jetzt bin ich schon wieder falsch gefahren. Ich hasse es hier. Roller. Also die sagen ja Töff und Töffli. Ich hab keine Ahnung. Alles was süß ist, ist ja so Li. Ich fand das auch süß. Der Neffe von Alp hat dann damals gesagt, lecker Schokomilch. Li hängt man immer so. Warum gibt's Li? Was gibt's noch? Ja. Was? Znüni. Znüni ist, wenn man um 9 Uhr einen Kaffee trinken geht. Oder auch was Kleines ist. Oder was Kleines ist. Zwiri gibt's ja auch. Echt? Habe ich noch nie gehört. Bei uns also gab es Znüni, um 4 haben wir gearbeitet. Nee, also wir haben damals um 9 haben wir Kaffeepause gemacht. Znüni. Und um 4 haben wir auch noch mal eine Kaffeepause gemacht. Das war das Zwiri. Gab's das nicht mehr. Also, und dann gibt es noch Xi. Das ist so eine Endung. Das hängt man so an Sätze dran und das hat, glaube ich, so eine Bedeutung wie gewesen. Das hängt man überall an. Zum Beispiel sagt man, das ist so gewesen, sagt man, das ist so Xi. Und man schreibt das nicht mit X, sondern mit G-S-I. Help. Hilfe. Ale min keyfi yerinde yine maşallah.
Sorry, dass ich euch das antun muss. Komm, du mit deiner schönen Stimme. Jetzt sind es schon 4000 Abonnenten, die weg sind. Mach mal! Sing! Ich will zu Dingen singen, die ich nicht möchte. Kennt die Leute, wenn die gegessen haben, immer so machen, wenn sie was zwischen den Zähnen haben oder auch nicht einfach einen Tick haben. Oh Gott! Das ist so gefühlt 100 Mal pro Sekunde. Die Paltajolos sind am Start. Das sind unsere Outfits. Check meine Outfits. Oh yeah, I like your shoes, babe. New in the kitchen. Iftar im Molino. Ich nehme heute. Danke, Smolusi. Genau das hier mit Schwertfisch. Ich nehme diese Crista Rigotti. Mach mir nach. Das war meine Idee. Soll ich doch sagen, was ich nehme? Ich nehme Risotto mit frischem Spargel, Burrata, Limette und Schwertfisch oben drauf. Sounds gut, ne? Groß, klein. Und Melisch hat Risotto mit Spargel und Schwertfisch. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ich habe mich jetzt seit Ewigkeiten wieder aufgerafft, ein bisschen zu trainieren. Ich faste. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, aufs Laufband zu gehen. Und ich traue mich nicht, so wirklich heavy Gewichte zu stemmen. Deswegen werde ich so ein bisschen Yoga und Pilates und sowas Chilliges machen. Erst muss das hier weg. Hallo, ich bin Dile. Hey! Du zerstörst meine innere Ruhe. Auf dem Weg hier mit meinem Tripod und ich mache jetzt Bilder draußen. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, but we'll try. Das war ein Fail draußen. Erstens habe ich mich nicht wohl gefühlt, weil einfach ein paar Menschen draußen waren. Das komisch aussieht, wenn man mit so einem Tripod draußen rumsteht. Und jetzt habe ich ein anderes Bild. Ich zeige es euch mal auf dem Bett. Hier stand ich. Und ja, sieht eigentlich nicht schlecht aus, finde ich. Und anschließend räume ich noch ein bisschen auf, putze die Bäder und dann müssen wir eigentlich noch ganz schnell einkaufen gehen, weil ich heute noch Lasagne machen will und staubsaugen. 3, 2, 1, ready. Ihr habt den nochmal schnell abgepudert. Das ist echtes Fett. Wir brauchen das nicht. Das ist voll geil. Echt schön. Hm? Ich finde, wir sollten öfter solche Aufnahmen bringen, wo dein Gesicht aussieht wie das Privileg. Hobbit. Hey! Bitches come and go. Hallo, du musst spüren, was ich mache. Ich mache im Kunstwerk. Nicht so machen die. Special Effekte. Ich habe hier mal den Tisch gedeckt. Richtig geil, oder? Guck mal die Falltechnik hier. Morre. Sehr gut. Hallo. Wir gehen ins Nagelstudio. Mädel. Ich denke zu dir, was in Neuland. Nice way. Thailand, Adrischik und Ipekyong. Bloch. Echt jetzt? Ist voll süß. Oh, das sind schön, gell? Wow. Hi, how are you? Melissa, ajaib geschickte Szenario, Melissa, so richtig hartnäckig. Wir tanzen darauf. Wir machen heute so ein Elfenbeinweiß. Meine erste offizielle Pediküre. Really? Ja. Okay. Das habe ich noch nie gemacht. Sollen wir hier rein? Ja, genau, hier bin ich auch reingefahren. Okay, perfekt. Sollen wir in die Tiefgarage rein? Ja, Tiefgarage. Oh, das ist so eklig reinzufahren. Okay. Guck mal. Postreine des Schalter. Aber schau mal, ich finde diese Töne sehr schön. Ja, sehr schön. Herrlich, oder? Das ist unser Inspo.
Okay, Spaghetti mit Pesto. Ja, selber gemacht. Fertig.